Grüß Gott und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mürztal aktuell. Schön, dass Sie da sind. Vor kurzem wurde nach kurzer Bauzeit ein neues Fliesenzentrum in Kapfenberg-Diemlach eröffnet. Ein Center, das keine Wünsche offen lässt. Auf einer Gesamtfläche von 630 Quadratmetern und nach einer Bauzeit von nur 6 Monaten entstand ein Fliesenzentrum, das sich sehen lassen kann. Ich würde sagen, das ist fast eine Perle und das ist natürlich eine Bereicherung und wir sind sehr froh, dass der Standort wieder Kapfenberg ist und das ist wunderschön geworden. Der Standort Kapfenberg wurde in letzter Zeit durch Betriebsansiedelungen aufgewertet. Das ist so und es ist wirklich so, dass eine Öffnung die andere jagt, wobei wir als Gemeinde natürlich selbst mitbeteiligt sind, aber insgesamt ist es einfach sehr positiv, dass sehr, sehr viele Gewerbetreibende und Handwerker immer wieder öffnen, ihr Geschäft erneuern, neu zuwandern oder modernisieren. Es ist einfach eine Freude. Auch für den Obmann der Wirtschaftskammer, Erwin Fuchs, ist dieser neu gestaltete Betrieb in Diemlach eine Bereicherung. Was er hier auf die Beine gestellt hat, ist wirklich großartig. Die Investitionssumme ist ja auch nicht so klein, aber da sieht man was mit Zusammenhalt, wo die ganze Familie dann zusammenarbeitet. Sie haben das in kürzester Zeit hingebaut, mit sehr viel Eigenleistung. Kann man nur gratulieren und es ist ein tolles Ambiente. Es ist frei, es ist offen, es ist wirklich ein moderner Bau, so wie es der Kunde heutzutage wünscht. Schon der Standort lässt für die Zukunft einiges hoffen. Standort ist sehr gut, es fahren hier so um die 25.000 Auto pro Tag vorbei. Also man hat ja, wenn du sagst, im Auto sitzen 1 bis 2 Personen, bis zu 50.000 potenzielle Kunden, die hier täglich vorbeikommen oder vorbeifahren und das tolle Geschäft sehen. Und der eine oder andere wird sicher hier einen Stopp machen und sich das tolle Geschäft anschauen. Er hat ja super Fliesen, man kann auch Eigengestaltungen bestellen hier. Das ist wirklich was Einzigartiges. Und also ich in meiner Branche, wir arbeiten mit ihm schon sehr lange zusammen und ich muss sagen, er ist ein ganz toller Partner in der Sanierung, in der Beta-Neugestaltung, in der Neuplanung. Also man kann ihn nur empfehlen. Die Neugestaltung der Verkaufsräume bietet auch mehr Übersicht für den Verkauf. Ja, das Verkaufen wird sicher leichter gemacht, dadurch, dass wir jetzt auch viel mehr Quadratmeter Fläche halt, zur Verfügung haben. Und ja, ist sicher angenehmer zum Arbeiten. Also ich bin sehr begeistert von diesem Fliesengeschäft, weil der Herr Bagaric wirklich eine große Auswahl an Fliesen hat. Und wir haben selbst Haus gebaut und haben eigentlich das ganze Haus verfliest mit seinen Fliesen und es passt perfekt. Die großzügige Produktausstellung umfasst klassische Elemente ebenso wie extravagante Designerfliesen. Auch die neuen Fliesen aus Holz- und Steinoptik in Großformaten gibt es zu bewundern. Und selbstverständlich kommen die Verkaufsberater auch zu Ihnen nach Hause. Von Seiten der Geschäftsleitung ist man stolz auf dieses neue Ambiente. Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben, dass wir ein besonderes Geschäft bauen, was wirklich was Besonderes ist für alle Kunden, dass das Ambiente passt und eine besondere Art der Auswahl der Fliesen haben. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Mittlerweile gibt es das Unternehmen seit 8 Jahren in Kapfenberg. Ja, wir haben uns bemüht, dass wir die Kunden zufriedenstellen und wir haben auch mittlerweile ein gutes Team, das ganz gute Arbeiten abliefert und besondere Auswahl an Fliesen. Und wir schauen immer, dass wir uns von anderen Geschäften oder Fliesenlegerbetrieben abheben. Zurzeit beschäftigt man 18 Mitarbeiter, die um das Wohl der Kunden bemüht sind. Also vorbeischauen im neu gestalteten Fliesencenter in Kapfenberg-Diemlach. Ein Besuch lohnt sich. Viel in der Welt herumkommen und das Brauchtum der Steiermark weit hinaus in die Welt tragen. Das haben sich die Rossäcker zur Aufgabe gemacht und das mit großem Erfolg. Der Trachtenverein Die Rossäcker ist ein Aushängeschild im Bereich der Volkskultur. Auch heuer waren Jung und Alt der Rossäcker wieder on Tour. Ja, wir waren vor allem speziell im Juli fast einen Monat lang auf Tournee. Zuerst mit den Erwachsenen, mit der Jugendtanzgruppe in Kanada für 16 Tage und dann anschließend nach 4 Tagen Regeneration mit den Kindern für 10 Tage bei einem internationalen Festival in Polen, in Neusandes, Nowy Sącz, in der Nähe von Krakau. Und das waren natürlich super Erlebnisse für unseren Verein. Wichtig für den Verein ist vor allem auch die Jugend, denn die Jugend ist die Zukunft, auch bei den Rossäckern.
Ja, unbedingt. Also vor allem das Festival in Kanada, das wir zuerst besucht haben, das ist ein Einladungsfestival. Da bewerben sich über 100 Gruppen jedes Jahr und es werden 12 internationale Gastgruppen ausgesucht und insgesamt sind 42 Gruppen beim Festival mit dabei, also aktiv. Und wir waren eine von 12 Nationen und die meisten davon, die sind sehr professionell unterwegs, proben 3-4 Mal die Woche. Und das Schöne war, dass wir da, und das hat auch den Nachwuchs, sage ich einmal, überzeugt, und das ist dann eine bleibende Erinnerung, dass wir da jeden Tag vor 2.500 bis 8.000 Personen aufgetreten sind, je nachdem die kleinere Bühne für 2.500 Leute, die große für über 8.000, und dass wir da als Österreicher mit unserer Kultur sicher, und das trauen wir uns schon zu sagen, zu den beliebtesten Gruppen des Festivals gezählt haben, weil wir da so gut angekommen sind, und das ist natürlich Motivation für die Zukunft, und da möchten wir auch bei den Kindern ansetzen, und deshalb waren wir auch mit der Kindergruppe unterwegs. Also die Jugend forcieren, um auch in der Zukunft zu gewährleisten, dass die steirische Volkskultur weit hinaus in die Welt getragen wird. Die Rossecker sind ein Garant dafür. 7 Jahre lang sind die Handballer von Union Jurileoben schon in der höchsten österreichischen Spielklasse. Am Samstag beginnt wieder die neue Meisterschaft und bei den Leobnern setzt man weiterhin auf die Jugend. Man liegt im Plan, die Stimmung in der veränderten Mannschaft ist gut, das Potenzial hat die Mannschaft und daher ist das langfristige Ziel sicherlich das obere Playoff. Die Erwartungen für die kommende Saison sind realistisch. Ja, wir machen das heuer so, wir haben gar keine Erwartungen, wir gehen ganz ruhig ins Rennen, wir schauen, was passiert. Wir wollen einfach einen schönen Handball spielen, dass die Zuschauer in die Halle kommen. Und ich sage so, wenn die Zuschauer das Gefühl haben, die Mannschaft hat 140% gegeben und der Gegner ist trotzdem stärker, dann werden sie das auch belohnen, wiederkommen, und das wollen wir heuer zeigen. Auch der Nachwuchs, denkt man an Raul Santos zurück, rückt auch bei Union Jurileoben immer wieder in den Fokus. Es ist so, Santos war natürlich ein Aushängeschild, aber wir haben heuer bereits 8 Eigenbauspieler in der Mannschaft. Das ist eigentlich eine sehr hohe Zahl schon, sage ich. Ob es wirklich auch wieder ein Santos dabei ist, das müssen wir warten. Aber die Jungen werden natürlich die gute Leistung bringen. Ein alter Hase im Handballgeschäft ist auch Kapitän Georg Rothenburger, der die Erwartungen gegen den ersten Gegner beschreibt. Zuerst spielen wir zu Hause am Samstag gegen die Fivers. Die sind letzte Saison Zweiter geworden, haben jetzt den Supercup gewonnen gegen Hart. Und ja, die Erwartungen... Also wir können eigentlich nur überraschen. Wir waren Siebter und ich schätze die Fivers wieder als Titelkandidat ein und wir wollen einfach überraschen und vielleicht klappt's. Georg Rothenburger, in Deutschland geboren, weiß auch, wie es um die Unterschiede vom österreichischen und deutschen Handballsport bestellt ist. Also vor allem die Hallen, da sind im Schnitt, also in der zweiten Liga waren im Schnitt über 1000 Zuschauer, 1500. Das ganze Umfeld natürlich, also jeder lebt dort Handball. Das ist Mannschaftssport Nummer 2 hinter Fußball und in Österreich sind die Teams sehr gut, aber leider wird man in der Öffentlichkeit nicht so oft über Handball, also wird nicht so viel über Handball informiert. Und das ist ein bisschen schade, weil da ist auf jeden Fall mehr drin. Also das Nationalteam jetzt, die sind sehr erfolgreich. Ja, das sind die größten Unterschiede, sage ich mal. In der kommenden Saison ist mit Sicherheit auch für Union Jurileoben mehr drinnen. Denn wie heißt es doch so schön, neue Besen kehren besser. »140 Jahre Stadtfeuerwehr Kapfenberg. Rüsthausfest am 30. August. Ab 8 Uhr Bubble Fußballturnier. Ab 10 Uhr Kinderprogramm und Saugrillen. Ab 14 Uhr Vorführungen der Feuerwehr. Ab 16 Uhr Musik mit Grenzenlos. Und um 18 Uhr eine Fahrzeugweihe mit Festakt. 140 Jahre Stadtfeuerwehr Kapfenberg. Rüsthausfest am 30. August. Wir brennen auf Ihren Besuch.« Heute war es wieder wechselhaft und zu kühl für die Jahreszeit. Die Höchstwerte kletterten gerade einmal auf die 20-Grad-Marke. Morgen Donnerstag gibt es mehr Sonne als zuletzt. Ein Zwischenhoch bringt Werte bis zu 25 Grad. Es sollte großteils trocken bleiben. Mit diesen positiven Aussichten für morgen sage ich einmal Danke fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Fernsehabend. Wiederschauen!